Zombie Apocalypse. Ja, das war ne? Oder? Komm, lass mich den Imposter sein, bitte. Irgendwie bin ich kein guter Killer. Und alles wieder von vorne. Ich will es auch mal gerne wieder. Es macht echt Spaß. So, machen wir erstmal diese Quest. Wo geht als nächstes hin? Dekontamination mache ich jetzt. Licht werden die schon fixen. Bestimmt. Warum wird das so unscharf? Das sieht nicht an dem Licht, oder? So. Jetzt darfst du verklickt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist auch fertig. Okay, warte, komme ich da hin? Ja. Das ist Edmund, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? Ja, über Edmund. Über Edmund rechts in dem Raum. Ich habe niemanden aber dort gesehen. Ich war im Labor. Rechts in dem Raum. Was? Warte, wo war die Leiche? Du kommst aus dem Kontaminationsgang raus und bist dann in Edmund. Ja. Dann stehst du auf dem Flur, gehst nach rechts und dort in dem Raum. Okay. Also das ist quasi direkt links, in dem Sinne rechts neben dem Emergency-Raum, wo wir gerade stehen. Ich habe eben in der Security-Kamera noch Leo und Saron relativ in der Nähe gesehen. Wen? Leo und Saron. Aber das muss nichts heißen. Das ist schon. Also ja, bei Leo kurz gepasst, der ist ja tot. Der liegt ja noch. Also ich bin sehr schnell in Labor gewesen, aber das kann Terror eigentlich bezeugen. Er müsste mich gesehen haben, dass ich da war jetzt. Labor ist oben rechts, ne? Ja. Ich habe dich nicht gesehen, aber. Ist da irgendwo? Hä? Ich war doch neben dir fast. Ich weiß gerade jemand, ob dort Löcher in der Nähe sind, wo wir jetzt stehen, rechts. Aber kann sein, dass ich so lange gebraucht habe am Satelliten, dass ich nichts mitbekommen habe. Das macht doch die Entfernung keinen Sinn, weil da oben drüber ist direkt wieder eins. Es gibt ein Loch in Admin, das ist ganz links unten, meine ich. Okay. Und es gibt ein Loch bei der Lava, also ein bisschen weiter oberhalb der Lava. Weil Michi sagte gerade, er wäre ganz schnell da oben gewesen. Das würde passen, wenn er von dem Raum aus, wo er gesichtet worden ist, dann über Edmund nach oben rechts abhaut, Richtung da, wo die Lava ist. Und dann schnell ins Labor. Ich war ja am Anfang bei Elektro. Da war auch irgendwer, ich weiß es nicht wer. Mit war mir. Auch ich am Anfang. Ja, okay, dann warst du das, wie ist das? Weil das Strom ausgeschalten war. Ja. Ich und im Labor war ich zuletzt gleich eingeschalten und dann bin ich gleich zum Richtung Labor gegangen. Ja. Ich war die ganze Zeit nur links. Und habe extrem lange gebraucht, dass ich den blöden Asteroiden finde. Oder den Planeten finde. Ja, ich hasse die Quest auch so richtig. Also ich war nur links. Ich glaube, Tim war es nicht. Er war wirklich links. Ich würde nur mal Michi im Auge behalten. Vielleicht okay. Ich habe Zahn und selbst so mitbekommen, ne? Im Labor. Im Elektroraum, ja. Im Elektroraum. So, das ist auch erledigt. Communication. Wer kam mir da gerade entgegen? Ich habe es leider nicht erkennen können. Das war zu schnell. Oh nein. Chris ist da.
links, ist aber genauso lang oben, der lädt auch was ab. Also, Chris und Michi, beide hier. Ist das richtig? Alter, wer hat denn hier alles zugemacht? Flasche Nummer 1. Ja. Also es war rechts vom Office. Rechts vom Office. Also rechts von dem Tisch, wo wir gerade drum. Ja, also da, wo Leo auch gerade gekillt wurde. Stefan, du warst gerade auf dem Scanner, oder? Ja. Ja, also von ihm kann ich eigentlich sehr safe sagen. Okay, sehr. Ja, also ich kann meinerseits nicht sagen, sein. Ich war oben links Electric. Die Türe, die da reinführt, also in diesen Gebäudekomplex, war verschlossen. Und die danach, die Türe, die runterführt Richtung hier, wo du die Sauerstoffflaschen da austauschst. Und da bin ich jetzt auch gerade drin in dem Raum. Also Michi kann mich ja decken und die Tatsache, dass Michi mich decken kann, heißt auch, dass er sicher ist. Also müsste es wieder Terror sein, theoretisch. Oder Luma. Oder können wir ihn ausschließen? Ich weiß nicht, Luma spielt noch nicht so lange, aber ihr habt ja schon ein bisschen mit ihm gespielt, ne? Wo war denn Terror? Auch wieder eher Terror, aber wir können das wirklich gerade nicht sicher sagen. Ich war links unten und hab den Müll rausgetragen. Links unten warst du? Das heißt, wir müssen uns jetzt gleich über den Weg laufen. Spawn ja am Tisch. Ja, so, genau, wir spawnen am Tisch, das ist das Problem. Ganz links unten war ich. Die Frage ist, wer von euch verkauft die bessere Geschichte, ne? Und hab den Müll rausgetragen. Ihr könnt euch jetzt nochmal weshalb decken? Ich weiß nicht, wie viel Quests haben wir denn jetzt noch. Lohnt sich das vielleicht einfach gar nichts zu machen und vielleicht schaffen wir es mit den Quests her? Ich glaube, ich habe noch 2-3 Quests offen. Weil ich habe keine einzige Quest jetzt mehr offen. Also ich war gerade an den Sauerstoffflaschen, wurde unterbrochen, da muss ich glaube ich noch da unten zu den Wasserdingern und dann auch irgendwo rechts wieder hin. Oben. Also ich muss noch unten rechts. Ich muss noch die Kabel. Wir können ja auch theoretisch 2-2 machen, geht das? Das geht, ja. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht. Er will mit mir nach unten rechts. Am liebsten nicht herum. Warum nur? Also, du hast keine Aufgaben mehr, ne? Dann folg mir doch einfach. Ja. Ich habe noch 2-3 Aufgaben zu erledigen. Ja, passt. Wenn ich tot bin oder er tot ist, dann wisst ihr, wer. Ja. Ja. Wer da ist. Okay. Das ist gut, dass er die ganze Zeit bei mir so läuft und nichts macht. Auch wenn die sich gegenseitig decken können, habe ich das Gefühl, dass einer von denen ist. Ich scheiß da oben drauf. Ich gehe jetzt zur letzten Quest, die ich dann noch machen muss. Ich weiß, wie ich da reinkomme. Boah, war das knapp! Ihr habt es doch geschafft! Ja. Boah, war das knapp!
Boah, Michi, also Michi, ich muss sagen, du hast gut gespielt. Ey, ich verstehe das nicht. Ich hätte Mario haben können. Ja. Was ist da oben bei mir? Er war direkt hinter dir. Boah. Er war direkt hinter dir. Ja, ich habe mich halt für die falsche Sabotage entschieden, ne? Ganz klar. Boah, genau. Du hast jetzt die Tür zu. Bei mir war das Problem. Ich bin jetzt dorthin gegangen zu einem Tisch und wollte eigentlich einen Alarmknopf drücken, weil ich gesehen habe, dass einer tot ist. Ich werde die ganze Zeit getötet. Ich kann noch nicht mal irgendwas machen. Digga, das war wirklich eine Sekunde später, ne? Ja, er stand halt schon. Ich habe den Fuß schon gesehen und dann... Deswegen habe ich am Anfang gelagert, Leo. Ist als erster tot. Scheiße. Ich werde immer nur umgebracht. Michi, du hättest ja auch nicht warten sollen, als du dich fixen gedacht hättest, ein bisschen mehr am Gang. Ja, ich hätte Lichter auch nicht machen sollen, ne? Ich hätte Stromlicht abstellen sollen. Ja. Kannst du mal aufhören, diese scheiß Tür zuzumachen, Michi? Hat das genervt. Erst laufe ich von unten nach oben durch, mache alle Türen auf, bin waiting oben fertig, denke mir so, ich könnte jetzt oben rausgehen, aber nein, ich gehe innen wieder lang und unten ist auch wieder alles zu. Und sag, fick dich. Ich sag's wie es ist, wenn ich Imposter bin, dann stirbt mich hier als erstes. Komm, ich war gestern nicht und heute nur einmal, ja? Nein, stimmt, es stirbt René als erstes, der hat mich auch die ganze Zeit umgebracht. Ich würde sagen, noch eine Runde? Ja, eine Runde. Danach dürfte ich 3 Stunden 30 anlaufen, wenn wir Material zusammen. Ja, wenn du immer alleine rumrennst, Leo, bist du selber schuld. Oder noch 2 Runden, ich bin gerade Crewmate, ich will noch Imposter sein. Aha, Report Omnitron. Ich sag es jetzt, Chris. Davon gehe ich jetzt schon stark aus. So ein Scheißdreck. Gut, dass ich davon stark ausgegangen bin. Weapons. Aber schön, ich kann wenigstens durch die Wand. So, ich weiß auch, wo ich das direkt ablaufen kann. Das ist schon zu lange. Das dürfte keiner mehr Verdacht haben jetzt bei mir. So, wo geht's als nächstes hin? Ich glaube, oben rechts ist noch was, ne? Mach ich erstmal die Mitte, dann oben rechts. Und dann unten rechts. Das Scanning? Kann man sich als Geist scannen? Ja. Es ist gerade vor 2 Sekunden einer gestorben. Wo? Einer ist gerade neben mir gestanden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das wenn war. Saron war gerade neben mir. Ja, an dem Monitor war ich gerade, genau. Genau, da hast du gerade noch geschaut, war oder? Nur einer gestorben, ne? Ja, genau. Und ich habe jetzt gerade drauf geschaut und es war instant ein zweiter Tod. Das heißt, es muss Leo oder Krotz sein. Aber wir wissen jetzt nicht, wo die Leichen sind, oder wie? Nein. Aber... Ja, ich hab weiß auch keine Ahnung. Sehr gut zu wissen, wo die Leichen sind. Wäre schon lustig. Sagen wir mal, Leo, wo warst du jetzt gerade zu dem Zeitpunkt vom Report? Ich? Ich war oben im Dropship. Und was hast du da genau gemacht? Ich habe vergessen, den Key reinzumachen. Welchen Key? Welche Stelle? Das sag ich nicht. Nein, weil daran... Ja, okay, ich verstehe warum. So, Stefan, wo warst du? Ich war jetzt gerade in Storage, das Benzin auffüllen. Hast du nur einmal Benzin gehabt oder mehrfach schon? Was? Hast du mehrfach Benzin oder nur einmal gehabt? Ich hatte das Doppelbenzin. Die Abdeckquest ist auch schon fertig. Ich bin jetzt gerade kurz über den Office und wollte auch eigentlich bei Waltz mal gucken, ob... Weil so lange... Das heißt, du bist aber noch nicht im Gebäudetrakt drin. Ich bin drüben. Du bist drin. Drüber. Über den Gebäude. Terro, von wo kamst du rein? Wo ich gerade gekommen bin, von unten, von dem... Wo man... Wie heißt dieses? Beim Billard war ich, aber bin halt durch den zuerst Labor, bin komplett durchgegangen mit den 2
verschiedenen Türen. Aber ich kann es ja gar nicht mal gewesen sein, weil es in der 2 Sekunden ja einer gestorben ist. Nein, du lügst, aber Xaron ist damit auf jeden Fall schon mal safe. Scheiße, ich weiß es nicht. Skateboard. Weil du hast gerade am PC geschaut, war nur einer tot und ich war neben dir. Und dann war trotzdem schon einer tot. Ja, aber Xaron ist auf jeden Fall safe. Ich bin mir aber ziemlich sicher, der Mord ist in dem Gebäude passiert. Weil ich hatte Omnitron ziemlich früh noch gesehen, gut. Wo war ich jetzt dran? Ich hatte... War auf dem Weg da oben rechts, stimmt. Tatsache, man kann sich anders kennen als Geist. Blöde Katzen. Dass die auch immer einen Lärm machen müssen, wenn man gerade irgendwie am PC ist, ne? Das ist... Ich meine, ich hab die beiden echt gerne, aber so... Meine Lieblingsquest. So, und damit ist meine Aufgabe erledigt. So, wo ist... Okay. Ich wollte gerade gucken, wo Leo ist. Das ist unten rechts. In Specimen. Leo war letztens noch in der Nähe. Schön. Man hat ihn. Nee, ich bin wieder rausgerannt und bin nach links weg. Nein, bist du nicht. Doch, bin ich. Nach links weg? Keine Ahnung. Kann ich nicht bestätigen. Terror, wo warst du? René. Oh, ich bin gemutet, hoppala. Ich war gerade die 20 Asteroiden abschießen. Davor war ich beim in der Mitte von der Karte des Raumes, habe ich müssen noch ein Download machen. Da wo normalerweise dieses links gleich daneben dieses WLAN-Dings uns dann einzuschalten, okay. Wo man 30 Sekunden warten muss oder so. Okay. Terror folgende Situation. Xaron, Leo und ich waren oben rechts im Labor. Dann ist Leo in Specimen vorgegangen. Bei der nächsten Luftschleuse sind dann Xaron und ich hinterher. Dann halt den Gang runter, dann ging das Licht aus. Dann habe ich meine Aufgabe dort gemacht und dann habe ich da im Gang eine Leiche gesehen von mir. Deswegen, also wenn du... Ich war nicht mehr durch, ich bin euch wieder entgegengekommen und bin oben raus. Du bist oben raus, sagst du? Ich bin oben raus. Du hast eben noch gesagt, du bist... Links raus. Ja, oben links raus. Hä? Es gibt einen Ausgang links und einen unten, oben. Wo links weggeht und einen... Also, ich meine oben links. Oben raus und dann nach links weg. So, Richtung Dropship. Ich glaube, das hast Leo du reported. Nein. Es ist... Wieso ich? Es ist safe Krotzi. Der war doch jetzt mit mich hier alleine da unten. Du warst ja auch dabei. Nein, weil ich oben wieder weg bin. Ja, wahrscheinlich. Fehlt Leo an. Ich bin oben wieder weg. Du, also Terror, du kannst ja selber entscheiden. Lüg doch nicht. Ja. Danke. Habe ich jetzt falsch oder richtig? Das ist jetzt natürlich hast du also falsch. Ich auf jeden Fall nicht. Nein, du hast falsch gewotet. Shit. Das ist doch unfair. Ich hab's gewusst, der Xaron oder ich musste Michi umbringen. Ich musste Warum? Michi umbringen. So, weil er safe Wenn ist. Ich dich umbringe, dann wissen Bist die beiden, du, dass es ich sein muss. Wenn ich René umbringe, dann weiß Michi auch, dass es ich bin, weil du bei ihm die ganze Zeit warst. Ich musste Michi umbringen. Könntest René umbringen, hoffen, dass der Timer abläuft. Dann ja, gut, das hätte ich natürlich auch machen können. Ja, bring ihn irgendwo um, wo wir nicht sind.
Dann warte irgendwie so 15 Sekunden. Das ist aber wieder so eine kritische Ding. Aber das mit Leo habe ich mal gedacht gehabt, weil er dann sagt, links oben, dann da raus, dann plötzlich da raus. Ich hab auch von Anfang an aber gesagt, ich bin nach ja, oben, ja, bin aber euch entgegengekommen und links oben raus. Jetzt einmal kurz muten. Denn sonst komme ich hier gar nicht zur Abmoderation. Das waren ein paar Runden Among Us mit Chris, Michi, Stefan, Leo, wen hatten wir hier noch? Terror, Krämer, Umut, Balmir und Roy. Ich glaube, das waren jetzt alle, die zwischendurch immer wieder mal mitgespielt haben. Und Alter, ist das Spiel geil. Aber es ist auch echt anstrengend. Da habe ich auch mehrfach im Spiel gesagt, hier die ganze Zeit rumzurennen, die ganze Zeit die Quest zu erledigen, eventuell Leute zu killen, wenn man Imposter ist, das Ganze aufzuklären, gucken, wer hat sich wo aufgehalten, vor allem, wenn die Maps sich auskennen, und dann noch zeitgleich irgendwie versuchen, den ganzen Kram zu moderieren, wenn es dann gerade ruhig ist. Es ist verdammt schwer, aber das Spiel macht sowas von Bock. Ich hoffe, es wird noch weitere Folgen geben. Es wird auch irgendwann noch eine Erklärung geben, was auf unserem Kanal jetzt in letzter Zeit los war, warum es nicht so... Warum wir so eine lange Pause hatten, falls ich das Video dazu nicht schon erklärt habe. Gut, ansonsten hoffe ich, es wird auf unserem Kanal wieder weitergehen. Rainbow Six Siege News, die entfallen ja erstmal, aber ansonsten hat es einfach echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es geht weiter. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Warum lebst du noch? Junge! Ja, aber das hast du eine gesunde Zahl gehabt. Ich guck mal jetzt mal. Ich hab Wo kommst du denn da?